Guten Morgen, heute ist Samstag, der 12. Mai. D-Date. Und wir sind hier. Ja, der Lothar macht sich fertig für das Rennen. Enduro Alpentraum von Landeck nach Sulden. Start 10.20 Uhr. Wir haben jetzt 9.10 Uhr. Also noch eine gute Stunde Zeit. Und ich mache mich jetzt sozusagen fit. Ja? Kleidung, Ausrüstung. Und dann schauen wir mal. Sind wir fit? Ja, Starthöhe 791 Meter. Landeck. Knapp 200 Frauen und Männer starteten in Landeck in Tirol zum Rennen über vier Alpenpässe nach Sulden am Ortler in Südtirol. Geplante Distanz 146 Kilometer und 4315 Höhenmeter.
Leider musste ich bisher zweimal absteigen und die Kette aufs Kettenblatt ziehen. Der Norbertshöhe war meine Trinkflasche schon leer und das war ein großes Problem, was zu Krämpfen führte, schon vor der Labestation in Nauders. Nauders wurde es dann merklich kühler, etwa 15 Grad, und es kam auch starker Wind auf, direkt von vorn.
Nach dem Reschenpass ging es dann recht flott bergab, mit zum Teil über 70 Kilometer pro Stunde. Beim Aufstieg auf den Umbrallpass war mir dann klar, was vorher schon passierte. Ich hatte einfach zu wenig getrunken und auf den kommenden 17 Kilometern mit insgesamt 1350 Höhenmetern hatte ich doch so viele Krämpfe, dass ich zwischendurch absteigen musste, die Muskeln lockern, essen, trinken, weiterfahren. So zu filmen ist ein bisschen gegen die Menschenwürde, oder? Filmen wir uns so hier hoch und dann machen die noch Bilder von uns.
Höhenmeter fährst, ja, die 4300 noch was, Höhenmeter, und das Gewicht, das Zielgewicht doch nicht ganz erreicht hast, da musst du eben dieses Kilo oder die anderthalb Kilo, diese 4300 noch was Höhenmeter hochtragen. Und da bist du im Nachteil gegenüber den anderen, wenn ich da so ein paar spacke Hunde sehe, ja. Nur Haut, Knochen und Muskeln, mehr nicht, ja. Aber ich sag dir, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass es Spaß gemacht hat. Nee, ich muss mich erst ein bisschen erholen. Vielleicht kommt dann der Spaß. Aber du hast geschafft, das ist die Hauptsache. Ja.